Wir fangen heute einen neuen Abschnitt an und Sie lernen ein neues Lernverfahren kennen, nämlich die Entscheidungsbäume. Am Anfang der Vorlesung haben Sie über das Konzeptlernen gelernt, wie man mit nominellen Feature-Räumen umgehen kann. Und Entscheidungsbäume bauen im Prinzip darauf auf und verallgemeinern dies, um komplexere Hypothesen erlernen zu können. Nachdem die Grundlagen der Entscheidungsbäume heute eingeführt werden, fangen wir an mit den Unreinheitsfunktionen, deren Nutzen im Rahmen der Konstruktion von Entscheidungsbäumen Ihnen dann heute klar werden wird. Und anschließend, aber das dann wahrscheinlich erst beim nächsten Mal, schauen wir uns dann verschiedene Konstruktionsalgorithmen an, um Entscheidungsbäume zu konstruieren, um gute Entscheidungsbäume zu konstruieren und sogenannte Pruning-Algorithmen, um vorhandene Entscheidungsbäume zu vereinfachen. Ausgangspunkt ist das bekannte Setting, bestehend aus einer Menge von Feature-Vektoren. Hier können wir die einfachstmögliche Repräsentation zugrunde legen, nämlich nominelle Features. Wir müssen nichts quantifizieren, wir können einfach mit Worten beschreiben, was die Eigenschaften unserer Objekte sind. Wir haben eine Menge von Klassen, können auch mehr als zwei sein, und wir haben eine Menge von Beispielen, das heißt eine Auswahl von Feature-Vektoren und die zugehörigen Klassen. Die Lernaufgabe ist dieselbe wie zuvor auch. Wir sollen die Menge von Beispielen, anhand der Menge von Beispielen einen, in diesem Fall Entscheidungsbaum T, erlernen, der die Daten fittet. Fangen wir an mit einem einfachen und anschaulichen Beispiel. Aus dem Konzeptlernen haben Sie das Zielkonzept Enjoy Surfing schon kennengelernt und den zugehörigen Feature-Raum der Wetter- und Umweltbedingungen, die das Surfen betreffen, beschreibt. Wie der Himmel gerade ist, ob es sonnig ist, ob es regnerisch ist, was die Temperatur ist, Luftfeuchtigkeit, Wind, Wassertemperatur und ob sich das Wetter ändern soll oder nicht. Hier sind drei Beispiele nochmal gegeben und darunter sehen Sie jetzt einen Entscheidungsbaum, der diese Beispiele korrekt entscheidet. Wie Sie aus anderen Vorlesungen ja sicherlich schon wissen, es besteht ein Baum aus Knoten und es gibt zwei Arten von Knoten, die unterschieden werden. Das sind die inneren Knoten und die Blätter des Baums. Es handelt sich um einen gewurzelten Baum, das heißt, wir haben einen designierten Wurzelknoten hier, von dem aus man, wenn man die Pfade entlang der Kanten verfolgt, irgendwann zu einem Blatt gelangt. Jeder innere Knoten in einem Entscheidungsbaum, jedem inneren Knoten in einem Entscheidungsbaum ist ein bestimmtes Feature zugeordnet. Der Wurzel Sky, diesem Knoten hier Temperatur, diesem Knoten hier Wind. Und jeder Kante ist eine Feature-Ausprägung zugeordnet oder ein Wert, den das Feature annehmen kann. Für diesen Wurzelknoten hier wäre diese Kante hier, dieser Kante hier die Ausprägung sonnig, dieser Kante bewölkt und dieser Kante regnerisch zugeordnet. Und analog zu den beiden anderen inneren Knoten. Es gibt fünf Blattknoten in diesem Baum und jedem Blattknoten ist eine mögliche Entscheidung zugeordnet, die das Zielkonzept annehmen kann. Hier eine binäre Klassifikation in dem Fall, ja oder nein, hat man Spaß am Surfen oder nicht. Und das ist dann abhängig davon, die Blattknoten werden abhängig davon gewählt, ob sie das jeweilige Beispiel oder ob sie die jeweiligen Beispiele entsprechend entscheiden.
Wir können jetzt einfach das erste Beispiel nehmen und anhand dieses Entscheidungsbaums eine Entscheidung fällen. Das funktioniert einfach folgendermaßen. Wir traversieren den Baum, ausgehend von der Wurzel bis zu einem Blatt, abhängig davon, welche Feature-Ausprägungen in dem Beispiel zu finden sind. Wir werten also an der Wurzel für das erste Beispiel das Feature Sky aus, sehen, die Ausprägung hier im Beispiel ist sonnig, das heißt, wir verfolgen die entsprechende Kante, landen bei diesem inneren Knoten, werten als nächstes das Feature Temperatur aus, sehen, die Ausprägung ist warm und landen bei diesem Knoten hier. Wir haben eine Entscheidung getroffen, die Entscheidung lautet ja. In diesem Fall surfen wird an einem Tag, der sonnig und warm ist, Spaß machen. Unabhängig offensichtlich von allen anderen Features. Dasselbe gilt für das zweite Beispiel, denn die Feature-Ausprägungen sind gleich. Beim dritten Beispiel würden wir von der Wurzel ausgehend eine andere Kante verfolgen und dann ein anderes Feature auswerten, nämlich den Wind. Wenn es regnerisch ist und der Wind stark, dann macht Surfen aus irgendeinem Grund auch keinen Spaß. Oder in diesem Fall keinen Spaß und die Entscheidung wäre nein. Sie haben in den vorigen Vorlesungen, wo es mehr um Regression geht, eigentlich nur eine Möglichkeit gesehen, Features zu ignorieren. Und das ist, wenn Sie bei der logistischen Regression einen Regularisierer einfügen und dort den Lasso-Regularisierer nehmen und den entsprechend stark gewichten, sodass bestimmte Features komplett ausgeschlossen werden. In allen anderen Regressionsverfahren wurden immer alle Features herangezogen. Das ist ein wesentlicher Unterschied auch hier bei dem Entscheidungsbaum. Wir können auch mal Features ignorieren, wenn sie gar nicht dabei helfen. Und es stellt sich eine ganz grundlegende Frage, welche Features sollten wir überhaupt heranziehen, um eine Entscheidung zu treffen und welche nicht. Und generell, man könnte ja noch andere Entscheidungsbäume auf Basis dieser drei Beispiele oder auch der anderen Beispiele konstruieren. Welcher Baum ist überhaupt der beste? Bevor wir dazu kommen, noch ein weiterer Begriff, den man hier auch sieht und den man vielleicht auch leicht nachvollziehen kann. Jeder innere Knoten hier spaltet, splittet in dem Fall im Englischen, die Menge der Feature-Vektoren auf. Also macht ein Splitting des Feature-Raums auf, induziert ein Splitting des Feature-Raums. Abhängig von den Feature-Ausprägungen. Das heißt, wir unterteilen den Feature-Raum in den Teil des Feature-Raums, der die Beispiele enthält, die zum Beispiel die Ausprägung sonnig haben oder die Ausprägung bewölkt oder die Ausprägung regnerisch für das Attribut Sky, für das Feature Sky. Zusammengenommen ergibt sich daraus der komplette Feature-Raum wieder, aber keine Überlappungen hier zwischen den einzelnen Splittings. Und das gilt auch dann für jeden weiteren Unterknoten hier. Jeder innere Knoten splittet den Feature-Raum. Und das ist eine entscheidende Neuerung, wie man mit der Frage umgehen kann, wie man den Feature-Raum unterteilt. Wir partitionieren sozusagen den Raum und treffen dann für die Einzelteile gesondert Entscheidungen. Das heißt, wir zerlegen das Problem in kleinere Teilprobleme und hoffen dann, dass wir beim kleineren Teilproblem, nämlich einem Teil des Raums, einfacher eine Entscheidung treffen können oder schneller zu einer guten Entscheidung kommen. Wir fangen also an mit ein paar Definitionen und die erste Definition, die wir brauchen, ist die des Splittings und des induzierten Splittings. Sei x eine Multimenge von Feature-Vektoren aus einem Feature-Raum und d eine Multimenge von Beispielen, dann ist ein Splitting eine Zerlegung von x in disjunkte Teilmengen x1 und bis xm.
Und ich habe gesagt, disjunkte Teilmengen, das heißt, einerseits ist die Zerlegung vollständig, das heißt, wenn ich die Teilmengen wieder vereinige, erhalte ich die Menge der Feature-Vektoren x wieder. Und zweitens ist keine Teilmenge leer. Und drittens, kein Pärchen von Teilmengen überlappt sich in irgendeiner Weise oder hat eine Schnittmenge. Das können wir jetzt hier illustrativ einmal darstellen. Wir haben hier irgendeine Menge von Feature-Vektoren und das hier könnte ein Splitting von dieser Menge sein, in vier Teilmengen. Wenn ich jetzt eine Beispielmenge d gegeben habe, dann habe ich die üblicherweise ja aus x gesampelt. Das heißt, stichprobenartig aus d herausgeholt und ExpertInnen befragt, damit sie mir die Klasse verraten. Und wenn ich x splitte, das heißt ein Splitting, ein vollständiges Splitting, eine vollständige Zerlegung definiere, dann induziere ich damit automatisch auch ein Splitting in d. Das sehen wir jetzt hier. Und abhängig davon, aus welchen Bereichen der Feature-Menge ich Beispiele gezogen habe, entstehen verschiedene Verhältnisse von Größenordnung, wie viele Beispiele ich dann in dem jeweiligen Split von D habe. Wie kommt so ein Splitting nun genau zustande? Wie sieht das formal mathematisch aus? Und wir haben hier ein neues Syntaxelement eingeführt, nämlich den der Projekt, nämlich das der Projektion. Das sehen Sie jetzt hier am rechten Rand. Wir nehmen einen Feature-Vektor x und projizieren ihn anhand des Attributs a projizieren ihn nur auf das Attribut a. Das heißt, wir betrachten kein anderes Attribut des Feature-Vektors, kein anderes Feature und fordern, dass dies den Wert x gleich 3 habe. Und damit definieren wir zum Beispiel hier diesen Split. Die Möglichkeiten, die uns dafür zur Verfügung stehen, ergeben sich aus dem Definitionsbereich des Attributs bzw. des Features. Wenn es sich um ein nominelles Feature handelt, dann haben wir meistens eine kleine Anzahl von möglichen Nomen, die hier zur Verfügung stehen, m Stück. Hängt aber ganz klar davon ab, welche Art von Messskala ich für ein Feature verwende. Bei einer nominellen Skala ist es recht einfach, aber es gibt andere Möglichkeiten. Wenn ich also gemäß der verschiedenen Feature-Ausprägungen ein Splitting erzeuge, dann habe ich ein MR-es Splitting für ein nominelles Feature A. Das sehen wir jetzt hier nochmal anhand des Definitionsbereichs dieses Splittings, ergibt sich dann diese Zerlegung hier in Teilmengen mit dem Projektionsoperator. Ich kann mir auch natürlich auch gemäß der möglichen Messskalen auch andere Feature-Typen vorstellen, zum Beispiel hier unten als drittes fange ich damit mal an, ein ordinal skaliertes Feature, das heißt ein Feature, bei dem ich eine Sortierung angeben kann. Etwas ist größer oder kleiner, ohne dass ich jetzt notwendigerweise genau eine Längeneinheit verwenden muss. Und man könnte jetzt hier ein Splitting dadurch erzeugen, dass man fordert, dass die Feature-Ausprägung für die Beispiele größer als irgendein vorgegebener Wert V ist, beziehungsweise kleiner als der Wert V. Bei nominell skalierten Features oder generell bei allen anderen Features kann man auch eine binäre Klassifikation anstreben, indem man einfach irgendeine Teilmenge des Definitionsbereich des Features heranzieht und sagt, entweder das Beispiel ist in dieser Teilmenge, die ich herangezogen habe, oder es ist nicht darin. Man ist also nicht zwangsläufig darauf angewiesen, hier ein MR-Splitting zu erzeugen, abhängig davon, wie viele verschiedene Feature-Ausprägungen man tatsächlich für ein Feature hat. Das heißt, wird auf diese Weise ein bisschen flexibler.
Mit diesem Begriff können wir nun Entscheidungsbäume definieren. Ausgangspunkt ist eine Menge von Features und eine Menge von Klassen. Set of Features. Feature Vectors. Das müsste eigentlich Feature Vectors heißen, denke ich. Gucke ich mir nochmal an. Sei x eine Menge von Feature Vektoren und C eine Menge von Klassen, dann ist ein Entscheidungsbaum T für x ein endlicher Baum, der einen bestimmten Wurzelknoten hat, das heißt ein gewurzelter Baum. Und in diesem Baum ist jeder Nicht-Blattknoten, das heißt jeder innere Knoten, hat drei Eigenschaften, nämlich einerseits ist ihm ein Split zugeordnet, eines Splittings bezüglich des Knoten hier, das bezeichnen wir so. Dem Knoten selbst ist auch ein Splitting, ein eigenes Splitting zugeordnet. Das bedeutet, das hängt dann von dem Feature ab, das dieser innere Knoten repräsentiert. Und jedem Split dieses Splittings ist ein Kindknoten zugeordnet. Kann ein Blattknoten sein oder ein weiterer innerer Knoten. Und die Teilmenge xt von x ist nur dann gleich x, wenn wir uns an der Wurzel des Baumes befinden. Jedem Blattknoten von t wird genau eine Klasse zugeordnet. Wie kann ich nun mit einem Entscheidungsbaum, also sehen wir jetzt hier auch nochmal, ja, Entscheidungsbaum sieht so aus, wir haben das jetzt einfach nochmal, ich habe es eben einfach nur so runtergezählt, aber jetzt haben Sie nochmal die formale Definition gesehen. Wie kann ich nun mit einem Entscheidungsbaum tatsächlich eine Entscheidung treffen? Ich nehme dir den Wurzelknoten des Entscheidungsbaums und wenn ich im Schritt 2 einen Knoten vorfinde, der kein Blattknoten ist. Die Wurzel kann auch ein Blattknoten sein, wenn ich nur Beispiele aus einer Klasse bekomme, zum Beispiel. Wenn der Knoten, den ich gerade vorgefunden habe, kein Blattknoten ist, dann finde ich von allen Kindknoten dieses Knotens dasjenige für ein gegebenes Beispiel, dessen Teilmenge, die diesem Knoten zugeordnet ist, x enthält und wiederhole diesen Schritt einfach ausgehend von diesem neuen Knoten. Das mache ich so lange, wie ich keinen Blattknoten im aktuellen Knoten habe und wenn der aktuelle Knoten, bei dem ich gerade bin, bei der Traversierung des Baums ein Blattknoten ist, dann gebe ich einfach die entsprechende Klasse an diesem Blattknoten aus. Als Entscheidung. Und der Hypothesenraum, in dem wir nun nach der bestmöglichen Hypothese für das Lernproblem suchen, analog zu den vorigen Lernverfahren, ist die Menge aller möglichen Entscheidungsbäume, die ich für eine Beispielmenge konstruieren könnte. Wir suchen den Entscheidungsbaum oder einen Entscheidungsbaum, der die geringste Fehlerrate hat und der vielleicht noch andere Eigenschaften aufweist. Lassen wir hier nochmal schauen. Genau, das haben wir gesagt. Ja, man kann einen Entscheidungsbaum einfach als eine Sammlung oder Anordnung von Regeln betrachten. Hier in diesem Fall, in diesem einfachen Fall, einfach als eine Konjunktion von Eigenschaften, die ein Beispiel aufweisen muss, um eine bestimmte Entscheidung hervorzurufen. Das ist hier nochmal ganz klar gesagt und das ist ja ganz ähnlich wie beim Konzeptlernen auch. Es ist auch einfach nur eine Regel, die in Baumform sozusagen repräsentiert ist. Genau, gut. Wenn wir nun einen Entscheidungsbaum gegeben haben, so wie hier unten den hier,
und für eine Menge x und c und auch irgendein d gegeben haben hier, dann können wir uns nun genauer anschauen, wie das Splitting aussieht hier. Nochmal zur Verdeutlichung, wir haben auch hier noch ein neues Syntaxelement eingeführt in der Definition mit x von t. Das ist genau das, die Teilmenge, die jedem inneren Knoten oder auch jedem Blattknoten zugeordnet ist von der Menge der Feature-Vektoren. Und analog dazu wird ein d von t induziert. Nämlich der Teil von D, der entsprechend von diesem Teilbaum hier betrachtet wird. Das heißt, wenn wir für diese Beispielmenge D hier einen Entscheidungsbaum vorliegen haben, dann ist am Wurzelknoten wird die gesamte Menge D betrachtet oder entschieden. Wenn wir dann den ersten Kindknoten hier betrachten, dann ist es nur diese Teilmenge. Oder wenn wir den zweiten Kindknoten hier betrachten, dann diese Teilmenge. Das Ganze spaltet sich weiter auf. Hier sehen wir schon den ersten Blattknoten. Da haben wir jetzt hier aufgrund des Platzmangels das Ganze einfach farblich kodiert. Und wenn Sie ein bisschen weiter durchgehen, sehen Sie noch weitere Blattknoten und weitere Aufteilungen hier. Es gibt hier noch eine kleine Besonderheit. Es ist nicht die Forderung, dass an jedem Blattknoten immer nur Beispiele von genau einer Klasse entschieden werden, sondern es kann auch sein, dass wir einen Blattknoten vorfinden oder auch an inneren Knoten uns noch unsicher sind, wie denn die Aufteilung zwischen den verschiedenen Beispielen verschiedener Klassen ist. Bei diesem Blattknoten haben wir eine gewisse Unreinheit in der Entscheidung. Und stellt sich natürlich automatisch auch die Frage, welche Entscheidung treffen wir hier eigentlich? Hier steht jetzt C1, das ist wahrscheinlich eher die gelbe Klasse, so ist es die gelbe Klasse, so wie hier. Naja, offensichtlich wurde die Mehrheitsklasse genommen und alle Beispiele, wenn man den Entscheidungsbaum traversiert, man hier landet, die aber eigentlich zur Klasse C3 gehören, naja, für die entscheiden wir dann falsch. Mit diesem Entscheidungsbaum machen wir also auch Fehler. Man könnte jetzt versuchen, falls noch irgendwelche Features in unseren Beispielen übrig sind, den Entscheidungsbaum noch weiter zu verfeinern und hier noch eine Ebene hinzuzufügen, diesen Blattknoten weiter aufzusplitten und zu versuchen, die Beispiele der Klasse C1 von den Beispielen der Klasse C3 noch weiter zu trennen. Wurde jetzt hier nicht gemacht und diesen Luxus haben wir auch nicht immer. Sie erinnern sich ja, dass wir auch Situationen haben, wo wir Label Noise haben oder andere Fehler in unseren Daten und wir damit leben müssen, dass wir nicht in den Daten keine Perfektion erwarten dürfen. Demzufolge werden auch die Entscheidungsbäume, die wir konstruieren, nicht immer ganz saubere, reine Entscheidung treffen, wenn man irgendeinen Blattknoten erreicht. Wir betrachten jetzt hier in dem Fall, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, T, also einen einzelnen Knoten T im Entscheidungsbaum oder auch den gesamten Baum, Groß T, der Feature-Vektoren auf Klassen abbildet, als unsere Hypothese. Also man müsste eigentlich der Form halber, damit das konsistent ist, auch mit der Nomenklatur der vorigen Folien, YT oder Y Groß T schreiben, um Ihnen diesen Syntax-Overhead zu ersparen, verwenden wir aber einfach nur T und T und bleiben mehr in der für die Verwendung oder für das Handling von Bäumen üblichen Syntax. Vielleicht auch noch interessant hier, jeder Knoten in einem Entscheidungsbaum ist, ja, nee, das wird ja noch gar nicht gesagt, das ist noch eine andere,
Das lohnt sich hier noch nicht. Ja, nee, doch, vielleicht doch interessant. Mit Entscheidungsbaum kann ich nicht lineare Entscheidungen treffen. Analog, wie es bei der linguistischen Regression der Fall ist. Und macht dieses Lernverfahren, obwohl es erstmal so einfach und im Vergleich zu den jetzt mit dem tiefen neuronalen Netzen gerade gehypten Verfahren, sind Entscheidungsbäume doch noch sehr relevant. Obwohl sie vergleichsweise wenig ausgefuchst wirken in diesem Fall. Aber es steckt eine ganze Menge dahinter. Wenn ich einen Entscheidungsbaum konstruieren möchte, dann geht das relativ einfach. Es gibt einen einfachen Algorithmus, den man schematisch hier aufstellen kann. Die Intelligenz dieses Algorithmus, die findet sich dann in der eigentlichen Ausgestaltung dieser ganzen Funktionen hier, die auf einer Bemerkungsfolie gleich noch erklärt sind. Das heißt, wenn Sie das nochmal nachvollziehen wollen, können Sie das sehen. Eingabe ist einfach eine Menge von Beispielen. Ausgabe der Wurzelknoten des fertigen Entscheidungsbaums ist eine rekursive Funktion, die wir hier sehen. Wir erzeugen einen Wurzelknoten oder einen Knoten T. Beim ersten Aufruf ist es der Wurzelknoten, bei allen rekursiven Aufrufen ein innerer Knoten oder ein Blattknoten. Und wir weisen jedem Knoten sofort auch ein Label zu. Hier kommt den Kommentar, den ich eigentlich eben auf der Bemerkungsfolie vermutet habe, nämlich, dass im Prinzip auch jeder innere Knoten an jedem inneren Knoten eine Entscheidung getroffen werden kann. Wir konnten also beim Traversieren des Entscheidungsbaums zu einem Blattknoten einfach ein bisschen eher aufhören. Das zugewiesene Label zu jedem beliebigen Knoten im Entscheidungsbaum ist einfach die repräsentativste Klasse, die gerade in D ist. Welche ist das? Na, die häufigste. Das heißt, die Klasse, für die am meisten Beispiele vorliegen. Und wenn ich einen Tie habe zwischen zwei Klassen, dann muss ich halt irgendeine Entscheidungsregel erfinden, die entweder Zufall lauten könnte oder ich nehme einfach die Klasse, die alphabetisch kleiner ist oder überlege mir irgendein anderes Entscheidungskriterium, das kanonisch ist. Im zweiten Schritt prüfe ich, ob D unrein ist. Unreinheit bedeutet, oder D ist unrein, genau dann, wenn sich Beispiele in D befinden, von verschiedenen Klassen. Wenn das der Fall ist, dann überlege ich mir ein sogenanntes Splitting-Kriterium oder ermittle ein Splitting-Kriterium. Das heißt, ein Feature zum Beispiel, nach dem ich splitten möchte. Das kann aber auch komplexere Konstruktionen sein. Das heißt, ich kann auch mehrere Features heranziehen und die Regel komplizierter machen. Bis jetzt haben wir uns nur mit ganz einfachen Regeln auseinandergesetzt, aber in der Praxis sind auch komplexere Dinge möglich. Und anhand dieses Kriteriums dekomponiere oder zerlege ich dann D. Und dadurch, dass ich D zerlege oder dieses Kriterium heranziehe, habe ich letztendlich automatisch auch X zerlegt. Ich zerlege also D in die M-Teilmengen bezüglich der M-Feature-Ausprägungen, die da sind, wenn ich hier einfach eine M-Ähre Zerlegung im allgemeinsten Fall annehme. Und für jede Teilmenge von D rufe ich dann rekursiv den Konstruktionsalgorithmus noch einmal auf und füge das Ergebnis dieses Aufrufs dann als Kindknoten an den erzeugten Knoten T an. Genau. Zuletzt wird natürlich der Knoten T ausgegeben, damit er hier einerseits als Kindknoten angefügt werden kann, beziehungsweise wenn es der erste Aufruf der rekursiven Funktion war, dann handelt es sich genau um den Wurzelknoten. So einfach, so gut.
Wenn ich die Klassifikation durchführen möchte, das haben wir jetzt eben schon hochsprachlich diskutiert, das ist hier dann nochmal der Vollständigkeit halber algorithmisch dargestellt, dann gebe ich ein Beispiel ein und irgendeinen Knoten, zum Beispiel beim ersten Aufruf den Wurzelknoten, und erhalte dann den sogenannten Modellfunktionswert hier, wenn man annimmt, natürlich, dass T oder der gesamte Entscheidungsbaum Groß T auch eine Modellfunktion im klassischen Sinne ist, wie wir es vorher schon gesehen haben. Ich betrachte also in der Methode, in der Funktion dtClassify, ob es sich bei dem eingegebenen Knoten um einen Blattknoten handelt. Wenn es ein Blattknoten ist, gebe ich einfach das Label dieses Knotens aus. Und wenn es kein Blattknoten ist, rufe ich rekursiv für den jeweiligen Kindknoten, zu dem das Beispiel gehört, die Methode dtClassify noch einmal auf und gebe dessen Ergebnis aus. Genau, das haben wir jetzt schon gesagt, diese Bemerkung hier. Und hier sind dann auch nochmal sämtliche Helfermethoden, die jetzt bei der Konstruktion oder beim Klassifizieren verwendet werden, noch einmal aufgeführt. Wann setzt man Entscheidungsbäume ein? Nun, es bietet sich an, wenn wir irgendeine nominelle Feature-Repräsentation haben. Das heißt, wenn wir nicht in der Lage sind, irgendwas Quantifizierbares sinnvoll zu quantifizieren für die Objekte der realen Welt. Wenn wir eine diskrete Situation vorliegen haben, was den Definitions- oder den Wertebereich der Zielfunktion anbelangt, oder wenn die Hypothesen leicht in einer logischen disjunktiven Normalform genannt werden können. Entscheidungsbäume eignen sich auch dann, wenn wir schon sehr klar wissen, dass in unseren Trainingsdaten sehr viel Rauschen oder ein verhältnismäßiges Maß an Rauschen drinsteckt. Also Sie mit diesem Rauschen durchaus robuster umgehen können, als es manche Regressionsverfahren können. Einsatzgebiete in der Praxis, auch heute noch, sind medizinische Diagnosen oder Diagnosen von technischen Systemen, wenn sie Fehler ausgeben, Risikoanalysen bei dem Kreditvergabebeispiel, das wir am Anfang der Vorlesung gesehen haben, oder auch beim Kalendermanagement. Wie auch beim Software Engineering, oder letztendlich sind das alles hier, also auch hier beim Software Engineering, Design Flaws, genauso wie Risk-Analyse oder Fault Detection oder auch bei medizinischen Diagnosen, sind alles größtenteils Diagnoseprobleme. Wir wollen Probleme in etwas, was eigentlich gut sein sollte oder im Falle der Medizin gesund erkennen und diagnostizieren. Man kann natürlich auch Naive Bayes anwenden oder andere Verfahren, aber gerade beim Software Engineering, wo alles sehr diskret ist, von vornherein symbolisch und schwer zu quantifizieren, eignen sich Entscheidungsbäume durchaus ganz gut. Jetzt haben Sie im Prinzip das grundlegende Schema gesehen, wie man Entscheidungsbäume konstruiert. Und es stellen sich jetzt eine ganze Reihe von Anschlussfragen, die darauf hindeuten, wie man Entscheidungsbäume vernünftig konstruiert. Das heißt, wie können die Beispiele, die mir gegeben sind, effizient und effektiv ausgeschlachtet werden, sodass ich schnell einen Entscheidungsbaum konstruieren kann. Wann erzeuge ich einen Blattknoten oder wann splitte ich weiter? Wie kann ich überhaupt eine vernünftige Klasse zuweisen, wenn ich nichts weiter aufsplitten möchte, aber der Split, den ich in der Beispielmenge vorliegen habe, noch unrein ist? Und wie kann ich einen gegebenen Entscheidungsbaum oder zwei alternative Entscheidungsbäume einschätzen und gegeneinander abwägen, um herauszufinden, welches denn der bessere ist? Gerade mit dem letzten Punkt wollen wir uns jetzt auseinandersetzen, weil der im Prinzip auch für die Beantwortung der vorigen Fragen von entscheidender Bedeutung ist. Wenn ich also Entscheidungsbäume einschätzen möchte, dann kann ich mir zwei Kriterien heranziehen. Die Größe des Entscheidungsbaums und den Klassifikationsfehler.
Was die Größe anbelangt, stellt sich natürlich die Frage, warum ist jetzt ein größerer Entscheidungsbaum besser oder schlechter als ein kleinerer Entscheidungsbaum? Und da wir, also, beziehungsweise in Ermangelung einer besseren Regel, um eine Entscheidung zu treffen, wenden wir einfach Occam's Razor an und sagen, die kleineren Entscheidungsbäume sind die besseren gegenüber den größeren, wenn die größeren dieselbe Fehlerrate oder denselben Fehleranteil aufweisen wie die kleineren. Das heißt, wir wollen die einfachstmögliche Erklärung haben für die Daten. Der Klassifikationsfehler bezüglich des Entscheidungsbaums, wenn wir nur einen einzelnen Knoten betrachten oder den ganzen Baum an sich, erklärt uns dann, wie rigoros, das heißt, wie genau ein Klassenlabel zugewiesen wird. Das geht dann auf die Reinheit zurück, wenn wir uns die Illustration hier nochmal anschauen. Hier haben wir eine perfekte Situation. Anhand unserer Beispiele können wir sagen, dass wenn wir hier angekommen sind bei der Traversierung mit irgendeinem unbekannten Beispiel, dass wir ganz klar sagen können, es handelt sich um die Klassen C1 oder C3, je nachdem, wo wir landen, oder hier auch C2. Landen wir aber hier, haben wir ein gewisses Maß an Unsicherheit in der Entscheidung. Wenn wir das ist eine pathologische Situation, aber wenn wir eine Situation vorfinden, bei denen wir einen Entscheidungsbaum konstruiert haben am Ende, mit dem wir zufrieden sind, der aber quasi für jedes Beispiel in unserer Beispielmenge ein eigenes Blatt aufweist. Das heißt, der Split bei jedem Blatt, für den eine Entscheidung getroffen wird von der Beispielmenge D, ist 1, die Größe des Splits. Naja, dann haben wir quasi keinen Klassifizierungsfehler mehr bezüglich der Beispielmenge. Zwangsläufig, denn der Entscheidungsbaum hat quasi die Daten auswendig gelernt. Man könnte hier auf die Idee kommen, und das wäre ziemlich richtig zu vermuten, dass die Daten entweder nicht gut genug sind, um darüber zu generalisieren, oder umgekehrt, dass der Entscheidungsbaum overfittet. Und dass wir den vielleicht doch verkleinern müssen, um auch ungesehene Beispiele vernünftig klassifizieren zu können. Was die Größe anbelangt, das ist einfach eine Annahme, die wir treffen hier mit Occam's Razor. Und Sie haben das beim Konzeptlernen schon gesehen, das geht dann auf die Inductive Learning Hypothesis zurück oder beziehungsweise den Inductive Bias, den ich hier in das Verfahren einbringe. Dadurch, dass ich sage, die kleinsten Bäume sind die besseren, erzeuge ich einen Inductive Bias hier. Ich mache eine Annahme, die ich in das Lernverfahren einbringe. Betrachten wir die Messung der Größe eines Entscheidungsbaums nun. Und das ist auch relativ straightforward. Wir können auch hier einige Messgrößen definieren. 4 Stück haben wir hier mal abgetragen. Eine davon wird am Ende obsiegen. Das ist die letzte, die gewichtete externe Pfadlänge. Aber wir schauen uns die anderen trotzdem mal an. Wir können einfach messen die Zahl der Blattknoten. Wir können die Höhe des Baums messen. Wir können die externe Pfadlänge bestimmen oder dann hier die gewichtete externe Pfadlänge. Zahl der Blattknoten ist ziemlich klar. Wir gucken einfach, wie viele Blätter hat unser Entscheidungsbaum. Die Höhe eines Baums ist einfach der längste Pfad von der Wurzel zu einem Blattknoten. Die externe Pfadlänge ist die Summe der Länge aller Pfade von der Wurzel zu jeweiligen Blattknoten. Und die gewichtete externe Pfadlänge hier misst die externe Pfadlänge gewichtet mit der Zahl der Beispiele, die von diesem Pfad entschieden werden. Oder vom jeweiligen Pfad. Betrachten wir ein etwas einfacheres Beispiel im Vergleich zu dem Enjoy Surfing Beispiel. Hier die Entscheidung, ob ein Pilz essbar sei oder nicht.
Sollte man wahrscheinlich in der Praxis so nicht anwenden, aber illustrativ für die Entscheidungsbaum ist es allemal. Wir haben drei Features hier: die Farbe, die Größe des Pilzes und ob Punkte drauf sind oder nicht. Und abhängig davon, was die jeweiligen Ausprägungen der Features hier sind, wir haben jetzt nicht nochmal die jeweiligen Definitionsbereiche jedes Features hier abgetragen. Es sind einfach die Werte, die Sie hier sehen, die jeweils im Definitionsbereich sind. Also das heißt hier implizit angegeben, soll dann eine Entscheidung getroffen werden, ob der Pilz toxisch oder essbar ist. Wir haben ein Beispiel, wo am Ende der Pilz toxisch ist und in allen Beispielen ist er essbar. Jetzt haben wir hier zwei Entscheidungsbäume zum Vergleich, die alle die Beispielmenge korrekt klassifizieren. Also beim linken Entscheidungsbaum sehen wir, fangen wir mit der Farbe des Pilzes an, entscheiden dann, falls es sich um einen roten Pilz handelt, noch einmal anhand der Größe. Und beim rechten Entscheidungsbaum fangen wir mit der Größe an und schauen, falls es sich um einen kleinen Pilz handelt, dann nochmal anhand der Frage, ob dort Punkte sind oder nicht. Wenn wir jetzt die Zahl der Blattknoten zählen in beiden Bäumen, dann sehen wir, der linke Baum hat vier Blattknoten, der rechte hat drei. Nach diesem Maß wäre der linke der größere Baum. Was die Höhe anbelangt, gibt es ein Patt, beide sind gleich hoch. Der längste Pfad von einem Wurzel zu einem Blatt ist 2. Die Pfadlänge ist 2 hier, wir müssen 2 Schritte gehen. Und die externe Pfadlänge im linken Baum berechnet sich nun einfach als die Summe der Pfadlängen hier zu den jeweiligen Blättern. Das heißt, 2 plus nochmal 2 hier zu diesem Blatt, 3, 4, Entschuldigung, 2, 4, 5, 6, so genau, ja. Und aber beim rechten Baum ist dann 2, 4 und 5. Ist das soweit verstanden, wie man die externen Pfadlängen berechnet? Okay, gut. Ja, bei der gewichteten externen Pfadlänge gebe ich jetzt einfach Daten vor, beziehungsweise wir gucken jetzt nicht nochmal zurück und fangen an zu zählen. Das ist jetzt hier einfach abgetragen, wie viele Beispiele von dem jeweiligen Pfad entschieden werden. Und jetzt sehen wir hier das erste Mal eine umgekehrte Entscheidung, was die Größe anbelangt. Bei diesem Baum hier ist die gewichtete externe Pfadlänge 7, beim rechten ist sie 8. Wie kommt das zustande? Nun, hier werden zwei Beispiele von einem Pfad entschieden, der nur eins lang ist, und hier noch ein drittes, 3 mal 1, plus zwei Beispiele hier, die jeweils von einem Zweierpfad entschieden werden, plus 2 mal 2. Und hier ist es umgekehrt. Hier werden nur zwei Beispiele von einem Pfad der Länge 1 entschieden, wohingegen drei Beispiele von einem Pfad der Länge 2 entschieden werden. Also ich habe es ja schon vorweggenommen, die gewichtete externe Pfadlänge ist am Ende das beste Maß für die Größe eines Entscheidungsbaums. Anhand dessen, was ich jetzt die letzten 10 Minuten erzählt habe, was die Größe anbelangt eines Entscheidungsbaums, können Sie mir sagen, warum wir die gewichtete externe Pfadlänge bevorzugen? Ja? Ja, es geht nicht nur um Effizienz, denn dieser Baum ist ja im Speicher größer als dieser hier. Da kann man ja auch sagen, was ist jetzt wichtiger? Geschwindigkeit, Größe im Speicher. Ich meine, das sind jetzt natürlich Trivialbeispiele, ist klar, es kostet alles nichts, aber nee, das ist nicht ganz die Antwort, die ich hören wollte. Tun Sie. Für D sind Sie beide richtig.
Warum? Nee, es werden ja alle Beispiele richtig klassifiziert. Also ich sag mal fast richtig, aber ich würde es noch ein bisschen verallgemeinern an der Stelle. Ja? Ja, genau. Das ist ungefähr das, was Sie gesagt haben, aber nicht ganz. Aber Sie sagen es richtig. Ja. Genau. Genau. Oder ich packe es jetzt mal in ein Wort: Occam's Razor. Ne? Wir haben im Endeffekt einfachere Regeln. Wenn Sie alle Regeln, die jetzt hier in diesem Baum drinstecken, das sind zwar mehr Regeln, als hier drin stecken. Hier habe ich nur eine Regel, eine zweite Regel und eine dritte Regel. Hier habe ich zwei Regeln hier jeweils, eine dritte und eine vierte Regel. Das sind also eine Regel mehr. Also hier sehen wir hier auch die gemäße externen Pfadlänge, ist das ja auch gemessen. Aber die Regeln hier sind, es werden mehr Beispiele durch kürzere Regeln entschieden. Und die einfachste Erklärung ist die beste für das Zielkonzept Pilzessbarkeit. So unsere Annahme. Das macht diesen Baum zu einem besseren Baum. Occam's Razor hat sich in der Praxis auch als gute Regel bewiesen. Nicht umsonst ist das seit Jahrhunderten ein wichtiges Konzept, auch in der Naturwissenschaft, nicht die komplexen Formeln zu bevorzugen, sondern die einfachstmöglichen Formeln. Und das ganze Bestreben in der Informatik geht auch dahin, die einfachstmöglichen Erklärungen zu erfinden, wie auch in der Mathematik, wie auch in anderen Naturwissenschaften. Es gibt auch Ergebnisse aus der theoretischen Informatik zu Entscheidungsbäumen, was die Größe anbelangt, nämlich das Entscheidungsproblem für einen gegebenen Datensatz, ob es denn einen Entscheidungsbaum gibt, dessen externe Pfadlänge durch einen Wert B beschränkt ist, ist NP vollständig. Das bedeutet, für eine Lösung, die ich Ihnen gebe, können Sie in polynomialzellen feststellen, ob es sich um eine korrekte Lösung handelt. Die externe Pfadlänge ist leicht zu berechnen. Allerdings erfordert die Suche nach einer Lösung. Im Endeffekt eine Brute-Force-Suche, eine exponentiell komplexe Suche. NP vollständig, das ist eine Komplexitätsklasse für diejenigen unter Ihnen, die das noch nicht gehört haben. Und vollständig bedeutet, dass es alle anderen Probleme, wie zum Beispiel festzustellen, ob eine logische Formel eine erfüllende Belegung hat, dass alle anderen Probleme, die auch in dieser Komplexitätsklasse sind, auf dieses Problem reduzierbar sind und umgekehrt. Oder dieses Problem ist auf andere Probleme derselben Klasse reduzierbar. Das heißt, sollte man einen Algorithmus finden, der dieses Problem hier oder auch jedes andere Problem dieser Komplexitätsklasse in schnellerer Zeit als mit einer Brute-Force-Suche über alle möglichen Beispiele, über alle möglichen Entscheidungsbäume für D findet, dann erhält man nicht nur einen sehr hohen Geldpreis, sondern auch ewigen Ruhm. Es ist noch nicht ganz klar, ob es einen solchen Algorithmus geben kann oder nicht. Das nur am Rande. Wir gehen hier nicht weiter darauf ein, aber das zeigt nur, dass für eine gegebene Menge von Beispielen es gar nicht klar ist, welchen Baum man denn jetzt konstruieren soll. In diesem einfachen Beispiel kann man es fast sehen, was das Beste ist. Aber wir müssen schon tatsächlich den Hypothesenraum aller möglichen Entscheidungsbäume durchsuchen. Und diese Suche, also das bezieht sich jetzt hierauf, und diese Suche, die erfordert auch Heuristiken. Das heißt, wir können keinen Algorithmus anbieten, der uns immer den besten Baum liefert. Wir können uns nur den besten Bäumen annähern. Betrachten wir jetzt das Thema Größe, schließen wir es erstmal ab. Betrachten wir jetzt den Klassifikationsfehler. Hier gegeben ein Entscheidungsbaum, gegeben eine Beispielmenge D. Muss nicht die Menge D sein, mit der der Entscheidungsbaum konstruiert wurde, kann auch irgendeine Menge D sein.
und ein Knoten T in T, dann können wir diesem Knoten ein Label zuweisen. Und das passiert ja auch im Rahmen der Konstruktion des Entscheidungsbaums. Und die Zuweisung ist üblicherweise einfach gemäß des am häufigsten dem Knoten zugewiesenen Split von D, der am häufigsten vorkommenden Klasse. Also hier nochmal zurück zur Illustration. Hier unten bei diesem unreinen Knoten haben wir die gelbe Klasse zugewiesen, das heißt die C1-Klasse, weil sie den größten Anteil an diesem Split, diesem Splitting von zwei Möglichkeiten hier hat. An diesem Split von D, so wie hier zu sehen. Wir können auf Basis dieser Zuweisung nun den Missklassifikationsanteil für den Knoten T ausrechnen. Das ist einfach die Zahl der Beispiele in dem Split von dt, die falsch klassifiziert werden. Analog natürlich auch die Zahl der Beispiele in x von t, den Anteil daran, an allen Beispielen. Oder um jetzt diese Zuweisung hier noch einmal wieder zu verwenden, können wir einfach 1 minus dem Maximum der jeweiligen Anteile über alle Klassen, die in dt drin sind, berechnen. Nochmal den Unterschied hier: argmax versus max. Bei argmax suchen wir nach dem jeweiligen c und weisen es als Label zu. Bei max suchen wir nach dem größten Wert und ziehen ihn von 1 ab. Wenn wir den Missklassifikationsanteil nicht für einen einzelnen Knoten berechnen wollen, sondern für einen ganzen Baum, dann gehen wir durch alle Blattknoten des Baums und schauen uns die jeweiligen einzelnen Missklassifikationsanteile gemäß deren Splits, die dem Blattknoten zugewiesen sind, an. Summieren die und gewichten die anhand des Anteils, den dieser Split an der gesamten Beispielmenge hat. Genau, das, was ich gerade gesagt habe, steht hier auch nochmal und analog zu der Missklassifikationsanteil können wir auch die Missklassifikationskosten bestimmen oder heranziehen, um zu entscheiden, einerseits, welches Label wir einem Knoten zuweisen. Das heißt, wenn wir irgendeine Kostenfunktion haben, die uns sagt, was sind die Kosten für eine Fehlklassifikation, wenn ich C' zuweise statt C. Sollte C' gleich C sein, sind die Kosten 0. Ansonsten müssten sie von 0 verschieden sein. Dann multipliziere ich das einfach mit der Häufigkeit der jeweiligen Kosten und finde einfach die Klasse heraus, für die die Kosten am geringsten sind, für einen bestimmten Knoten. Und anhand dieser Zuweisung kann ich dann auch entsprechend Kostenfunktionen für einen Knoten und die Missklassifikationskostenfunktion für einen Knoten und die Missklassifikationskostenfunktion für den gesamten Entscheidungsbaum definieren, analog zu zuvor. Gibt es bis hierhin Fragen? Jetzt sind wir mit den Grundlagen für Entscheidungsbäume durch. Wir haben die Größe von Entscheidungsbäumen gesehen. Wir haben Entscheidungsbäume im Allgemeinen gesehen. Wir haben gesehen, wie man sie konstruiert, auch im Allgemeinen schematisch. Und wie man Entscheidungen trifft mit Hilfe von Entscheidungsbäumen. Das ist alles hoffentlich recht eingängig. Aber zur Sicherheit. Gut, dann gehen wir jetzt direkt zum nächsten über, den Unreinheitsfunktionen. Damit fangen wir heute an. Wenn wir ein bisschen eher aufhören. Genau, je nachdem. Na, mal gucken, wie lange wir brauchen. Genau. Augenblick.